So. Wo fangen wir denn mal an? Tor. Wir fangen im Tor an, oder? Also ich sag euch ehrlich, Chat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Donnarumma wird. Weil Donnarumma halt einfach den EM-Bonus hat. Weil er halt Spieler der Europameisterschaft gewonnen ist. Aber Real Talk, ich würde mit Mondi gehen von Chelsea. Ich finde, Mondi hat es verdient. Der war halt in der Liga, in der Champions League. Ich fand den geistkrank, Junge. Vor allem, der ist so aus dem Nichts gekommen. Also ich würde Mondi am meisten fühlen. Aber ich sag euch ehrlich, wenn Donnarumma kommt, ne? Weil das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen. Wenn Donnarumma kommt, finde ich es auch nicht unverdient. Okay, der hat jetzt bei PSG nicht jedes Spiel gemacht, seit seinem Wechsel. Aber davor war der halt geisteskrank, ne? Davor war der halt wirklich geisteskrank. Also wenn Donnarumma kommt, finde ich es jetzt nicht schlimm. Bin ich open und early zu euch. Weil der war bei der EM überkrass und davor in der Liga auch sehr stark. Aber ich gehe trotzdem mit Mondi. Würde den am coolsten finden. Verteidigung. Ich finde, ohne Scheiß finde Verteidigung richtig schwierig, ne? Richtig schwierig. Trent Arnold, ganz komisches Jahr 2021 gespielt, ne? Also bis zum Sommer gar nicht mal so geil, ne? Der war ja nicht mal im EM-Kader. Also ich meine, Southgate ist auch ein bisschen wild. Danach ist er jetzt halt krass, ne? Kjær hätte es alleine wegen seiner Aktion bei der EM verdient, ein Toti zu bekommen. Ey, ich bin ganz ehrlich, ne? Soll ich full fronten? Für mich kompletter Schwachsinn. Ich bin open und early, ich finde es kompletter Schwachsinn. Also richtig gute Aktion von Simon Kjær, ne? Aber Bruder, dafür ein Toti? Finde ich, ist für mich absoluter Schwachsinn. War eine sehr, sehr geile Aktion von Kjær. Sehr, sehr krass. Hat gezeigt, dass er ein absoluter Captain ist. Gib ihm meinetwegen eine Hero-Karte oder eine Moments-Karte. Aber ich will ihn dafür doch nicht ins Team of the Year für die besten Verteidiger. Das finde ich nicht. Trent war verletzt? Ja, aber Trent hatte doch auch Probleme mit Southgate. Weil Southgate, so wie ich das verstanden habe, doch einen Also er hätte nicht Stamm gespielt, bin ich mir zu 100% sicher. Weil Southgate auf Reece James setzen wollte. So habe ich das mitgekriegt. Ja, Walker und Reece James wollte der haben, bin ich mir ziemlich sicher. Die haben ja Reece James, Walker, Trent Arnold, Trippier. Also ich sag euch ganz ehrlich, wer für mich gesetzt ist, also wirklich gesetzt von den Verteidigern, wo ich sagen würde, da brauchen wir auch nicht groß drüber diskutieren, ist halt Ruben Dias so. Ruben Dias halt geistkranke Saison gespielt, Spieler des Jahres in der Premier League geworden, in seiner ersten Premier League Saison war überkrass. Ey, ich finde Ruben Dias ist für mich gesetzt. Dann... Das ist halt so schwer, ne? Wisst ihr, was ich beim Team of the Year wählen immer so schwierig finde? Weil du hast halt Leute dabei, wie jetzt zum Beispiel, wen kann man jetzt mal als gutes Beispiel nehmen? Wer aktuell in der Form seines Lebens ist und bis zum Sommer gar nicht mal so krass war. Ich glaube, Trent Arnold ist halt wirklich ein richtig gutes Beispiel. Der ist jetzt aktuell wieder richtig heftig. Und man merkt sich halt immer eher das, was halt in den letzten 2 Monaten passiert ist, als in den 9 Monaten davor. Also ich finde zum Beispiel auch Lost, wenn jetzt Leute sagen, hä, warum steht Vinicius nicht zur Auswahl zum Team of the Year? Vinicius hat im Team of the Year überhaupt gar nichts zu suchen. Der ist seit 3 Monaten überkrass, davor war der halt ganz okay. Also ich würde, glaube ich, tatsächlich als Rechtsverteidiger, ich weiß, das sehen nicht so viele so, aber für mich ein Call, ich weiß vor allem in der deutschen Community ist PSG sehr verhasst, aber ich würde mit Hakimi gehen. Der war in der Serie A richtig krass. Italienischer Meister geworden, dann gewechselt und bei PSG auch einer der wenigen Spieler gewesen, die halt direkt auf Klick funktioniert haben. Also ich würde mit Hakimi gehen tatsächlich. Wär mein Call. Und dann als Linksverteidiger, den sehe ich tatsächlich knapp vor Davis und auch vor Theo Hernandez, wäre bei mir Cancelo. Ich würde links Cancelo, rechts Hakimi gehen. Innenverteidigung, gebe ich euch auch einen Call. Ich bin mir sicher, dass Marquinhos kommt. Bin ich mir sehr sicher. Aber mein Call ist Rüdiger, ohne Scheiß. Ohne Scheiß mein Call ist Rüdiger. Was der bei Chelsea abgerissen hat, ohne Flachs, es wäre ein absoluter Skandal, wenn hier Marquinhos und Donnarumma stehen. Beide. Also entweder Rüdiger oder Mondi, einer von den beiden muss kommen. Junge, die sind Champions-League-Sieger geworden mit, glaube ich, 3 Gegentoren oder so. Das ist komplett gestört. Ey, das ist halt gestört. Die haben die in der ganzen Champions League... Ah, ein Gegentor war gegen Porto dabei. Die haben in der ganzen Champions-League-Kampagne 4 Gegentore gekriegt. Das ist halt schon gestört, Alter. Ohne Witz. Für mich muss einer von Chelsea da drin sein. Ohne Flachs, Alter. Mittelfeld. Meine Meinung. Digga. Er ist der 3. Spieler bei der Ballon d'Or-Wahl. Er hat die EM gewonnen. Er hat die Champions League gewonnen. Dass irgendwelche Leute auf die Idee gekommen sind, dem
den Ballon d'Or geben zu wollen, fand ich völlig bescheuert. Aber ins Team of the Year muss der für mich rein. Ist meine Meinung. Ins Team of the Year muss der dieses Jahr für mich rein. Der hat das Jahr seiner Karriere gespielt. Meiner Meinung nach muss der rein. Stammspieler geworden und alle Titel, also die wichtigsten Titel gewonnen, die es zu gewinnen gab. Meiner Meinung nach muss der rein. Dann, daneben. Ich sag euch leider, wie das Team für mich aussehen wird. Ich glaube, das wird passieren. Meiner Meinung nach. Ich habe mich übrigens nochmal umentschieden, ne? Ich wäre bis vor ein paar Wochen noch so gegangen. Aber Real Talk, und den wählt fast keiner. Aber ich sag euch ehrlich, mach den hier. Der wird niemals einen Toti bekommen. Aber Thomas Müller, Digga, es ist für mich der underratedste Spieler, den es jemals gab. Bruder, alle sprechen über Lewandowski. Keiner spricht darüber, dass der Typ seit 3 Jahren 25 Assists jedes Jahr macht. Keiner redet darüber. Es juckt keine Sau. Keiner redet darüber. Ich find's geistkrank. Also meiner Meinung nach, die drei hätten's verdient. Du kannst auch, finde ich, Kanté gegen De Bruyne austauschen. So, für mich wäre halt in dem Sinne Champions League-Titel größer Premier League-Titel und De Bruyne auch sehr, sehr lange verletzt gewesen. Also ich würde so machen. Weil, Junge, was Müller schon wieder abreißt, ist es so geistkrank. By the way, transfermarkt.de, ihr braucht auch definitiv ein Dings. Ein Dark Mode. Ey, guckt ihr das mal, guckt euch das mal bitte an, Alter. Digga, keiner redet darüber. Wird 21 Scorer nach 18 Bundesliga spielen. Keiner redet darüber. Echt, es ist geisteskrank. Champions League, 4 Scorer. Und es war letzte Saison nicht schlechter. Er ist so underrated, ohne Witz. Guck euch das an. 33 Scorer in 32 Spielen Bundesliga. Geistkrank. Geistkrank, ehrlich. Also für mich Mittelfeld, die drei. Sturm. Ich sag euch jetzt, was ich glaube, wie der Sturm aussehen wird, ne? Der Sturm wird richtig scheiße aussehen. Ich zeig euch, wie der Sturm aussehen wird und ihr werdet anfangen zu weinen. Ich habe ein ganz böses Gefühl, dass der Sturm so aussehen wird. Weil der Wichser Coverstar ist. Und ja, der hat ein gutes Jahr gespielt, ne? Aber Bruder, auf gar keinen. Ich sag euch ehrlich, im Sturm, ich diskutiere gar nicht mit euch. Lewandowski, für mich Spieler des Jahres dieses Jahr. Eieieiei. Also das für mich... würde ich nicht drüber diskutieren. Messi hat den Ballon d'Or gewonnen. Klar, bei PSG ist der nicht geil, aber... der hat den Ballon d'Or gewonnen. Der ist 100% safe drin. Lewandowski, 100% safe drin. Benzema meiner Meinung nach auch. Und ich würde Salah als 12. Mann wählen. Salah wäre mein 12. Es wird ja wieder einen 12. Toti geben. Und Salah packe ich auf die 12. Messi in ihrem Leben. Oder er hat den Ballon d'Or gewonnen. Natürlich kommt Messi da rein. Aber ich glaube, dass Mbappé vor Benzema und auch vor Salah reinkommen wird. Weil er halt Coverstar ist. CR7 war auch krass. Aber ich würde... ich sag euch ehrlich, meine Reihenfolge wäre folgendes. Wenn du mich jetzt fragst, ich würde das Team nehmen, so, Salah ist meine Nummer 12 und dann wäre wahrscheinlich Cristiano oder Mbappé meine Nummer 13. Messi hat halt nur ein halbes, ja, das Problem ist, bis August oder bis Anfang September war Messi halt komplett von einem anderen Planeten. Und das ist halt wieder das, was viele vergessen. Bei Salah guckt ihr auf die letzten 3 Monate, wo der Typ in der Form seines Lebens ist und ihr sagt alles, Salah muss rein, er ist der Allerbeste. Messi ist in den letzten 3 Monaten verhältnismäßig schlecht und ihr sagt alle, der hat da drin nichts verloren. Viele vergessen das. Ich zeig euch nochmal Messi 2021, ja, ne? Darüber brauchen wir nicht reden. 5 Champions League-Spiele, 5 Tore, liest sich gut. Aber war, glaube ich, auch 2 Elfer dabei, meine ich. Ligue A. Katastrophen-Stats für Messi. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber alles, was davor passiert ist. Ich möchte nur, dass ihr euch einmal dran erinnert. Was Messi im Jahr 2021 gemacht hat. Der macht 45 Scorer in La Liga in 36 Spielen. Gewinnt den spanischen Pokal. Und holt seinen ersten Titel mit der argentinischen Nationalmannschaft. Wo der absolut krass war. Im Finale war er scheiße, aber davor war er absolut krass. Und das vergessen halt viele, weil es halt jetzt schon länger her ist als die letzten 3 Monate von Salah. Deshalb, all in all, übers Jahr gesehen, sehe ich Messi zum Beispiel noch vor Salah. Finde ich. Also Salah hat jetzt nicht letzte Saison scheiße gespielt. Beim besten Willen nicht. Ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Aber über die Saison gesehen, sehe ich Messi größer als Salah.
Salah auch krass, 28 Scorer in der Premier League. Brauche ich drüber reden? Ich würde es so machen, bin ich ehrlich. Ich glaube, das wäre mein Team und Salah die 12. Was ich aber geil finde, Chat, ich weiß, es gibt immer viele, die das dann persönlich nehmen. Sind meistens halt irgendwelche 13-jährigen Hosenscheißer, die nehmen das dann persönlich, weil man deren Lieblingsspieler nicht genommen hat und die fangen dann an, irgendeinen Krieg anzuzetteln. Aber ich sag euch ehrlich, change my mind. Ich habe mich lange nicht mehr so krass auf den Toti gefreut. Ich muss in die Kamera. Ich habe mich lange nicht mehr so krass auf den Toti gefreut. Weil es gibt jetzt schon so viele Diskussionen. Du hattest bis vor 2-3 Jahren in dieser, das habe ich schon mal im Stream gesagt, in dieser totalen Messi und Ronaldo Ära, hattest du immer, hat gefühlt jeder das gleiche Toti gewählt, weil halt einfach das klar war. In der Ära, wo Real Madrid alles weggerotzt hat, in der Ära, wo Barcelona und Real so stark waren, da war jedes Toti sah gleich aus, wenn die Leute gewotet haben. Bis auf vielleicht ein, zwei Spieler Unterschied. Dieses Jahr, ohne Scheiß, du argumentierst für einen Salah, ich höre dir zu, Bruder. Ich höre dir zu, ohne Scheiß. Wer hier Salah anstatt Messi nimmt, sag ich dir ehrlich, kann ich verstehen. Wenn hier einer einen Dings reinwählt, Mbappé, würde ich nicht drin sehen. Aber wenn ihn einer als 12. Mann wählt, kann ich auch verstehen. Ein Cristiano kann ich irgendwo verstehen, weil der bei der EM krass war und jetzt vor allem bei einem kaputten Manchester United was gerissen hat. Ja, meiner Meinung nach muss der nicht ins Toti, aber Kimmich kannst du mit mir drüber reden. Du kannst mit De Bruyne über mir reden. Underrated Call, ich bin open und ehrlich zu euch. Casemiro, underrated Call für mich. Underrated Call. Verteidigung gibt's viele Spieler, über die wir reden können. Ich sag euch ehrlich, das Team of the Year dieses Jahr, ich hab voll Bock drauf. Ich glaube, es wird geil. Ohne Scheiß. Weil einfach, weil es dieses Jahr nicht auf jeder Position diesen einen Spieler gab, wo du sagen würdest, der muss rein, sonst ist alles andere scheiße. Du kannst auch bestimmt genug Argumente für Davis sammeln. Also, wie ist euer Hype so aufs Toti? Ich bin ehrlich, ich hoffe halt, dass... Also, es gibt auch ein paar Szenarien... Also, ich sag euch ehrlich, wenn das angenommen, das Toti sieht jetzt so aus, ne? Ich zeig euch kurz mein Worst-Case-Szenario. Bin ehrlich, das ist das Worst-Case-Szenario, das Toti. Weil es sind einfach Premier League, PSG und Schrott. In dem Fall Lewandowski. Auf das Toti habe ich gar keinen Bock. Ich hoffe, dass halt ein, zwei coole Karten drin sind. Wo man sich auch mal denkt, ey, nice, der hat mal eine Toti-Card, cool. Ich würde mich über, also ist jetzt natürlich alles persönliche Geschmackssache, Cancelo Toti als LV würde ich mies fühlen. Ohne Spaß, change my mind, ich freue mich krass auf einen Jorginho Toti. Ohne Flachs. Ich freue mich krass auf einen Jorginho Toti. Wenn er kommt, fühle ich richtig. Ich habe mies Bock auf einen Rüdiger, wenn er kommen würde. Auf einen Mondi, auf einen Benzema würde ich mich krass freuen. Hätte ich Bock drauf. Und auf einmal sagt ihr, oi, Jorginho Toti. Okay, let's go. Die haben halt damals so krasse Sachen gemacht bei den Totis, ne? Viele vergessen das, weil das Toti letztes Jahr so scheiße war.